Warum ist das Bewerben so schwer? Ganz einfache Antwort, man macht es so selten. Sie wissen, wie das ist, man hat einen Job, man ist da ein paar Jahre drin und dann auf einmal soll man sich perfekt bewerben und hat eigentlich gar keine Übung darin und da lauern natürlich etliche Fettnäpfe. Also Sie sehen eine Stellenausschreibung, Sie wollen sich auf einen Job bewerben. Wie gehen Sie am besten vor? Welche Fehler können passieren? Ein grober Fehler, der oft passiert, ist der Fehler, dass die Anschreiben zu der Bewerbung langweilig sind. Die Bewerbung hat drei Bestandteile, die besteht aus einem Lebenslauf, die besteht aus einem Anschreiben und manchmal gibt es noch eine dritte Seite. Hinzu kommen die ganzen Unterlagen, die ganzen Zeugnisse, die ganzen Zertifikate. Das Anschreiben muss richtig gut und spannend sein, sonst liest das keiner. Nennen Sie drei Gründe, warum Sie die perfekte Bewerberin oder der perfekte Bewerber für diesen Job sind. Das ist wichtig. Drei ganz explizite Gründe. Dann der Lebenslauf, der sollte keinesfalls länger als zwei Seiten sein. Ich habe immer wieder Leute in der Karriereberatung sitzen, die sagen mir, oh Gott, mein Leben, mein Berufsleben braucht mindestens vier Seiten. Das stimmt nicht, Sie bringen alles auf zwei Seiten unter. Halten Sie es kurz, halten Sie es kompakt. Sagen Sie, von wann bis wann Sie in einer Firma gearbeitet haben. Sagen Sie, was dort Ihre Aufgaben waren. Und sagen Sie auch, welche Qualitäten, welche persönlichen Fähigkeiten Sie eingebracht haben. Und dann gibt es noch die Chance, dass Sie eine dritte Seite machen. Das ist ein freies Element, da können Sie also noch was über sich persönlich verraten. Aber keine Plauderei über Ihr Hobby an sich, sondern es muss immer ein Bezug zum Beruf da sein. Wenn Sie ein Hobby haben, das zum Beruf passt, können Sie das verwenden. Ich bin Hobbyangler, ich brauche ganz viel Geduld, um Fische zu fangen. Und wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, wo Geduld gefragt ist in einer Branche, wo Geduld gefragt ist, um Kunden zu akquirieren, könnte ich zwischen diesem Hobby, dem Angeln und dem Kunden akquirieren, einen Bogen schlagen. Das macht natürlich interessant, wenn Sie Kreativität zeigen. Und noch ein letzter Tipp. Wie ist es mit dem Foto? Sie müssen ja laut Gesetzeslage kein Foto mehr beilegen. Lässt man es also weg? Bloß nicht. Machen Sie das nicht. Wenn Sie das Foto weglassen, dann entsteht der Verdacht, dass Sie vielleicht was zu verbergen haben, dass Sie hässlich sind. Tun Sie das Bild unbedingt in die Bewerbung mit rein. Tun Sie das auf das Deckblatt. Dann haben Sie die große Chance, Sympathie zu gewinnen. Und dann wissen die auch schon optisch, was auf Sie zukommt. Und wenn Sie das berücksichtigen, dann haben Sie gute Chancen.